Hohoho, ho, ho, liebe Freunde! Willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute Nightmare Christmas. Christmas Nightmare? Was? Christmas Nightmare? Night. Christmas Nightmare. Weihnachten. So, wir haben hier ein tolles Spiel am Start und wir starten einfach rein. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Vielleicht müssen wir jetzt hier irgendwie Häuser garnieren mit Lichtern. Wir haben keine Ahnung. Wir gehen rein. Wir gehen rein, Benny. Okay. Press Tab to check task. Okay. Oh, wir sollen ein Feuerwerk abzünden. Abfeuern. Das ist aber... Oh, guck mal. Schön. Schnee ist überall. Das sieht sehr weihnachtlich aus. Haben wir einen Sound? Hast du Sound, Benny? Ich hab eigentlich Sound, ja. Also ich hab Musik. Okay. Du nicht? Oh, was ist denn das? Warte mal, wir hören mal kurz, ob du was hörst. Eine Tisch... Ja, aber ich höre was. Ach, wie schön. Eine kleine Fontäne. Wunderbar. Yay! Ist schon Kind. So bei der Größe würde ich schon sagen, ist kein Tischfeuerwerk mehr. Nee. Also macht man sowas auf Mülleimer? Ja, also auf Plastikmülleimer macht man das immer. Okay. Schmilzt doch überhaupt nicht weg. Kids, don't try this at home. Oder draußen. Oder runter vom Kanal, wenn ihr noch nicht 18 seid. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben zwar keinen Körper, aber der Schnee, den können wir ja hier so kaputt machen. Benny, du malst bitte keine Dicks wieder hier in irgendeinen Schnee rein irgendwie. Warum nicht? Nicht wie jedes Mal. Es ist immer das Gleiche. Du und ja. Schnee. Genau. Es eskaliert immer. Dann einmal so, hier so einen kleinen Kreislauf. Dann laufen wir hier noch einen kleinen Kreis. Ah, du musst jedes Mal aufpassen bei Benny. Jedes Mal. Na, so, das habe ich aber ein Problem. Jetzt kann ich den Kreis da nicht vollenden. Schade. Na, das ist halt One-Eye-Jack. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Feuerwerk anzünden hier. So. Wie geht das? Oh, jetzt gucken wir mal. Und? Ich dachte, wir spielen hier ein Weihnachtsspiel. Ich dachte nicht, dass wir hier... Oh, wunderbar. Wie schön. Oh. Okay. Also ich würde eher Brote statt Böller schmeißen. Stevie, was hältst du denn hier für was hältst du von dieser wunderschönen Dekoration hier? Ja, ich finde es tatsächlich ein bisschen geschmacklos, aber okay. Das ist tatsächlich sehr häufig bei den Amis irgendwie. Das ist halt einfach, das ist immer zu viel. Einfach zu viel. Du magst ein bisschen dezenter. So wie da zum Beispiel. Also nicht, dass das Flugzeug unbedingt das Gefühl hat, da landen zu müssen irgendwie. Also auch hier, es ist Da finde ich das über der Garage finde ich schon ein bisschen schöner, ohne das Grüne, ne? So diese kleine Sternchen, das finde ich ein bisschen angenehmer, ne? Okay. Der Rest sieht so nach Rummel aus, weißt du? Aber das haben ja die Amis sowieso, ne? Also die Amis, die machen ja gerne irgendwie, die machen ja auch da Wettbewerbe, soweit ich weiß. Richtig, genau, irgendwie. Und da würde gerne mal die Stromrechnung bei denen sehen, irgendwie. Ja, das ist... den ganzen Stadtbezug lahm liegt irgendwie, sobald da irgendjemand die Steckdose einschaltet. Wollen wir nicht noch ein paar Raketen abfeuern, Benny? Willst du noch ein paar Raketen? Ja, na klar, komm. Okay. Feuert sie ab! Los! Und dann kann ich die auch zeitgleich starten? Oh, jetzt hier Pyronale oder was? Oh. Oh, schön. Also zeitgleich ging nicht wirklich, leider, aber okay. Hm. Oh. Ist so witzig, bei den Amis kannst du, glaube ich, wann du willst, irgendwie Feuerwerk zünden. Ja, irgendwie kaufst du das einfach, ballerst das ab. Irgendwie in Deutschland irgendwie zündest irgendwie eine Wunderkerze an und wirst sofort niedergeprügelt von der Polizei. Nein, natürlich nicht, aber gefühlt. Gefühlt. Ich würde die gerne hier mal anzünden hier. Wie gehen die denn? Na, einfach so immer so. Aber ich kann mich nicht ducken. Ich kann nicht ab. Ich mache ein schönes Arrangement. Warte mal. Das geht. Das geht. Oh, das war toll. Yay! Oh, ne? Beautiful. Very beautiful. Oh, die andere. Die macht die andere Fontäne auch noch an. Oh, schade. Ne, warte. Eins? Nee. Was ist das denn jetzt? Oh, die Batterie. Oh, Batterie brennt! Batterie brennt! Die gehen nach vorne raus. Ach, da! Ah! Lol. Okay. Ach, wie schön. Auch wenn es nur noch der Sound ist. Ich wollte gerade sagen. So, ich glaube, das Spiel besteht einfach nur darin, das ist halt so ein Feuerwerksimulator. Du musst einfach nur hier die schönsten Feuerwerke abzünden. Ja, nachher gibt es hier noch viele Bewertungen und dann geht's los. Das wäre geil. Oder wenn es so ein Archivmünd gibt, du hast alle Feuerwerkskörper abgezündet. Also, ich habe einen Kumpel, der steht total auf Feuerwerk. Und den würde jetzt wahrscheinlich hier in der abgehen bei. Okay. Ja, so. Bei mir geht's so mit Feuerwerk, ne? Also, ich gucke mir das gerne an, aber Geld dafür ausgeben will ich eigentlich eher weniger.
Naja, ich sag mal so, also ich muss sagen, wir sind recht privilegiert irgendwie. Wir wohnen in der fünften Etage, das heißt, ich habe einen relativ guten Blick bei uns in die Skyline drin. Ja, selbst aus der fünften irgendwie. Und zu Silvester habe ich halt ein wunderschönes Panorama von Iballa. Ich persönlich würde mir auch keine Knaller holen, nicht weil ich zu geizig bin, sondern weil mir tatsächlich die ganzen Tiere wehtun. Und weil ich es tatsächlich auch ein bisschen sinnlos finde, irgendwie Geld, da kann ich auch Geld verbrennen. Tatsächlich. Ja. Also nur, weil mal kurz Puff macht und gut aussieht. Also es sieht auch toll aus, ne? Kann es ja nicht anders sagen, so eine Rakete. Oh. Ne? Aber jetzt so Böller, na, da fehlt es mir tatsächlich. Fühle ich nicht. Okay. Ja, da sehe ich tatsächlich eher den kleinen Hund, der sich irgendwie, oder eine Katze, die sich dann da komplett nass macht, ja, irgendwie, weil die halt komplett durch sind. Aber dass ich die Dinger hier nicht anzünden kann, das nervt mich gerade ein bisschen. Naja, das ist nicht schlimm. So, dann lass uns doch mal schauen, Benni. Was haben wir denn noch hier? Wir wohnen in einer wunderschönen, etwas doch übertriebenen Straße irgendwie. Hier wird Weihnachten groß gefeiert. Hier verdient der Stromanbieter noch am meisten mit zu Weihnachten. Und wir haben einfach überall irgendwie wir können alles Feuerwerk zünden. Versteckt. Feuerwerk! Einfach vom Nachbarn gleich mit angezündet, weißt du? Schön. Einfach abballern hier. Also einfach abballern. Wenn er das da so stehen lässt, ist das ja nicht unser Fehler. Das ist richtig. Haben wir eigentlich ein To-Do, außer Feuer, das geilste Feuerwerk seines Lebens ab? Unsere To-Do ist go home. Go home. Okay, gehen wir nach Hause. Wo ist denn unser Zuhause? Ich würde fast behaupten, da wo der grüne Torbogen ist. Meinst du? Okay. Also ich glaube schon. Weil da kam ich gerade nicht bis zur Tür hin. Hier bin ich ja, glaube ich, schon mal wenigstens über die Stufe gekommen. Okay. Und wir gehen rein. Achso, ohne. Okay, keine Animation, einfach. Okay, wir gehen einfach rein. Geil, erstmal Ladebildschirm. Was? Kann man machen? Ja, Anorak muss ausgezogen werden. Uah, war kalt draußen. Richtig? So, jetzt mal schön aufwärmen mit einem Ecknock. Und am Kamin. Warum ist es so duster hier? Ja, gibt's hier einen Lichtschalter? Können wir hier den. Wunderbar. Schön. Hier. Schön dekoriert. Warte mal. Mit einem Nussknacker. Hey Data, grüß dich. Schön, dass du da bist. Den Müll hätte er auch mal rausbringen können. Ich mag die Musik. Ich glaube, ich hatte die beim PlayStation bei einem Design mit bei. Finde ich gut. Echt? Ich mag die Mucke, ja. Finde ich schön. Ah, ja. Seit unserer Kindheit haben wir es geliebt. Das neue Jahr. Weißt du, wie? Love, the neue Jahr. Okay, also, ja. Hast du weitergeklickt? Oder nee, von alleine? Ich mach's alleine. Ja, ich bin verdammt müde vom Arbeiten. Motto take a bottle of beer. Ja, will ein Bier haben und dann dem Refrigerator irgendwas ist im Tiefkühler noch drin. Okay. Der Go-Fridge. Watze. Bier ist alle. Schön. Haben wir noch andere Produkte? Nein, haben wir nicht. Damn, because of the stupid job. Wegen dem blöden Job haben wir anscheinend keine Zeit gehabt einzukaufen. Die Texte sind relativ schnell, ne? Ja, wir müssen anscheinend nochmal einkaufen gehen. Wir haben hier gerade so einen Zettel bekommen. Gut Shopping, ja, Shoppinglist. Na, jetzt am Christmas Eve? Ja. Also wir sollen jetzt Christmas Eve ist doch, ist der 25. früh, ne? Das ist Christmas Eve. So, wie heißt 24. abends bei denen? Das weiß ich doch nicht. Das kann ich dir leider nicht sagen. Na, dann müssen wir nochmal kurz zum Späti fahren. Oh, der Baum sieht aber, der ist aber maui geschmückt, Freunde. Also da ist noch Potenz, da ist noch Luft nach oben. Ja, oder Beautiful Christmas Tree. Da hat er recht, der Baum an sich ist schön. The Moonlight Sonata. Würde keiner machen irgendwie. Jeder würde sich hinsetzen, so. So, das heißt, wir gehen jetzt einkaufen oder gucken wir uns hier erstmal nochmal ein bisschen die Sachen an? Na, ich sag mal, wenn du Bierduscht hast, hast du Bierduscht. All I want now is a relax with a beer. Da hast du die Antwort. Ja, ist ja gut. Okay, wir müssen also einkaufen. Genau, Füße hoch Amerika. Mach erstmal wieder Licht aus. Ja, ist richtig. Haben aber auch nur Licht jetzt ausgemacht im Flur, nicht im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer ist noch alles. Christmas Eve ist doch 24. abends, weil Eve Evening. Okay, alles klar. Ich dachte irgendwie, ich hatte das jetzt gerade verwechselt mit dem 25. Morgen. Oh, wer hat denn, was ist das? Was? We need to name and go to the park? Achso, wir müssen da lang, okay. Das ist hier in der Mitte. Das wurde hier alles resettet, das heißt. Ja, wir haben nette Nachbarn, die haben gesehen, oh nee, das ist den Jungs noch nicht so geglückt, das können sie normal machen. So, irgendwo hört Schüsse. Sounds like someone has already started celebration. Ja, okay, alles klar. Irgendwo. Wurde schon zelebriert.
Hey, listen, if you steal one more firework, we kick your ass. Fucking smart guy, do you think you can take other people's firework? We specially bought and prepared them for the new year and you're a piece of shit stealing them. Ja, okay, alles klar. Wir sollen nicht noch mehr Feuerwehr klauen. Irgendwie, ansonsten gibt's ein paar auf den Arsch. Benni, du kleiner Rebell, Alter. Natürlich, Alter. Jetzt mal hier den großen Tisch mal angezündet hier. Oh, ja, warte. Oh Gott. Oh, da siehst du, das kommt von so weit hier. Hör mal. Wenn du mit dem Kopf so drüber bleibst, über der Flasche. Warte mal. Ach doch an! Die sieht schon gefeuert aus. Okay. Gut, also, einfach nicht, hier was da noch steckt, aber... Nehmen wir einfach hier den großen Tisch. Oh Gott, ich kann ja hier alles anzünden. Abfeuern, einmal abfeuern! Alles. Sehr gut, das sieht gut aus. Ah, wunderbar, schön. Alle Fontänen an und ich würde sagen, wir rennen einfach weg. Wir rennen einfach weg so. Tschüss! Man weiß ja nicht, dass wir waren so. Es sei denn, man folgt unseren Spuren. Ah, was für eine wunderschöne Nachbarschaft wir haben. Ganz besonders vor den Neujahrsferien. So, ich schön. Denke, die werden gerade über uns ein bisschen kotzen. Schön. Finde ich gut. Ah, Festival of Lights? Was steht da? Festival of Light. Da oben. Oh, da. Wie schön. Ja, also wir müssen auf jeden Fall in die Richtung zum Grocery Store. Also irgendwie durch ein paar. Okay. Also die Ladebildschirme, die sind ja... die sind da schon so 1990 irgendwie. Okay, so. Also durch den Park müssen wir, das hat er ja angesagt. Unser Mystic will doch einfach nur ein Bier haben. Verdammt nochmal. Warum gibt's hier, wer packt hier Weihnachtsgeschenke? Na, vielleicht haben sich hier Leute verabredet, ja, für einen Yule Club, ja, für Schrottwichteln, wer weiß. Okay. So, aber gibt's wirklich solche Parks mit solchen Lichtern? Ja, na klar, wie wunderschön das ist. Ich liebe es, durch diesen Park zu laufen. Just moved. Such a long time. Ja, das letzte Mal scheint so lange her zu sein. Aber es ist so schön draußen, wunderbar. Wenn ein so ein Baum total beklebt ist mit Lichtern, so unverhältnismäßig. Das finde ich schön. Als hätte man die Lichter drum gewickelt. Okay. Ein enges Korsett. Ah, da vorne ist ja mein Lieblingsalkoholladen. Wie nennt man das überhaupt? Späti? Nee, Likörladen? Nee. Wie nennt man das denn? Schnapsladen. Ja, hier ist der Store. Das ist schon schön, dass der nicht so weit von zu Hause weg ist. So, was ist das denn? Warum liegt hier überall Bier? War mein Kumpel Barney schon hier? Das ist genau. Ja, okay, ich geh mal rein. Ich hoffe, ich habe mein Portemonnaie dabei. Ja. Ich dachte, jetzt kommt wieder ein Ladebildschirm. Hallo, ich bin's. Hallo. So. Hallo. Oh, das ist, wo ist Apu? Willkommen im Quickie-Markt. Okay, wir nehmen uns einfach mal die ganze Stiege mit. Okay. Also wir haben jetzt hier so ein Einkaufsgedöns. Ach so, hey. Wir haben uns einen Einkaufskorb jetzt einfach mitgenommen. Ne? Genau. So, okay, komm. Hey Jack, happy new year. Okay, alles klar. Komisch. So, fantastic, probably went somewhere. But we're back soon. Okay, ja, irgendjemand ist hoffentlich bald wieder da. Ja, ich gehe mal von aus wie der Kassierer. Okay, ich muss erstmal auf meinen Einkaufszettel gucken. So, brauchen wir noch ein paar Locos? Shopping List. Flour, Sugar, Mayonnaise, Tomatoes, Corn, Peas, Orange, Juice, Mac and Cheese, bah. Milk, Chips und Bier. Okay, also hier haben wir ja Chips. So, Chips haben wir. Wunderbar. Das Bier. So, das Bier. Mac and Cheese ist auch so ein Ding, verstehe ich nicht irgendwie. Also, boah. Meinst du, eins reicht? Benni, wir sollten vielleicht noch mehr nehmen. Ich weiß nicht, ob ich mehr nehmen kann. Nein, 6,99 ist zu teuer. Verdammt, das Leitbier. So, Milch haben wir, wunderbar, schön. Ja, was brauche ich denn noch? Wo sind denn die euren Käse-Makaronis? Das Coole ist, dass die Zutaten, glaube ich, leuchten. Ja, Gott sei Dank, weil sie aus Fallout sind. So, Gott sei Dank. Hier haben wir noch die Mayonnaise, oben ist noch Mehl. Und hier ist noch ein bisschen Zucker, wunderbar. Was brauchen wir denn noch hier? Immer noch ein bisschen Mac and Cheese. Und hier ist noch ein bisschen Mais und ein paar Erbsen noch, wunderbar. Und hier noch Tomatoes, Potatoes. So haben wir jetzt alles. So, und hier würde ich schon keinen kleinen Korb mehr nehmen, sondern hätte mir einen Wagen geholt, noch ein bisschen Orangensaft. Der muss auch unbedingt in so einem großen Plastikbottich sein. Ansonsten würde ich es nur aus dem Eimer saufen. Ja, was ist denn mit der neuen Rugby? Die Energy. Die ist ja toll. Business Time. Von Jack Johnson. Wunderbar. Das ist die Vorjahresausgabe. Die habe ich schon. Was haben wir hier? Home Goals.
Na gut, okay, komm, wir gehen alles? Mal an. Ich glaube ja, wir gehen mal an den Tresen. Was zur Hölle? Jack! Hier ist Licht aus! Es sieht irgendwas, ja, irgendwie ein Fehler mit der Elektrizität hier. Hast du deine Rechnung nicht bezahlt, mein Freund? Oder hast du wieder alles hier vom Billiglohnern verkabeln lassen oder was? Du musst einfach mal, musst Fachleute wollen. Ich sag's jedes Mal. Gibt's hier eine Taschenlampe? Warum? Können wir nicht einfach jetzt Geld hinlegen und gehen? Hey, Jack, bist du's? Hallo? Oh, Sanitian, für ein krasser Sound. Ey, Mann, oh, scheiße. Hier könnte man mal aufräumen. Es ist ganz schön dunkel. Already smile. Ja, please Rostock. Was? Rostock. Rostock, please Rostock. The newspapers, Jack. Alles klar. Customer can be jerks. Ja, Kunden können Schweine sein. Aber hörst du das? Ja, ist das Jack? Jack, bist du das da vorne? Geht's dir wieder nicht gut, oder wie? Hast du wieder auf deinen Lohnzettel geschaut? Jack. Okay, ich glaube, wir stören ihn gerade. Okay, wir fragen ihn erstmal, Jack, bist du das? Who the fuck are you? It's Connor. Oh, wir sind Connor. Your mom? Your mom, ja, genau, richtig. That's me. Ich bin's, Connor. Ein einfacher Kunde. Ja, ja, der Strom ist aus. Du kackst wahrscheinlich im Dunkeln, du Punk, Alter. Was ist los? Hast du. Ach, get, Alter, was ist los? Hattest du auch Mac and Cheese heute, oder was? Nein, alles ist in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Let the lights have been going. Achso, abends gehen die Lichter immer aus. Maybe andere Probleme mit dem Stromnetz und so. Vielleicht wegen dem Schneefall. Ja, ja, schon okay. Ja, lass, okay. Lass einfach die Einkaufsliste da und das Geld und dann ist schon okay. Oh Gott. Ja, alles klar. Let me ship properly. Was ist das? Lass mich jetzt in Ruhe. Okay. Auf Toilette. Ja, froh neut, ja, ja. Hau rein. Ja. Tschüss. Lass krachen. Gott. Das ist schön. Ja, ich hab mich schon ein bisschen Sorgen gemacht. Oh Gott. Oh, was zum Schnitzel war das gerade? Nee, das ist nicht lustig. Jetzt ist Neujahrstag, nicht Halloween. So, ja, so, ich habe auch ein eloquentes Übersetzen hier wieder. So, ich lasse einfach meine Einkaufsliste hier und die Eltern auf den Tresen und dann kann mich hier Captain durchfahren mal da hinten. Kreuzweise. Alles klar, liegt da, Jack. Hau rein. Zeit nach Hause zu gehen. Wir gehen mal ganz schnell hier raus. So, meine Fresse stinkt das hier in dem Laden, das ist ja ekelhaft. So, jetzt habe ich endlich mein Bier. Ich freue mich, jawohl. Und wahrscheinlich werde ich zu Hause noch. Hör mal bei der Hammer gucken. Tooltime. Schön mit dem Bier. So. Go home! Wow, das war laut. Maybe hat irgendjemand was Falsches gegessen? Ich hoffe, er ist okay. Es hat sich nicht danach angehört, dass er was Falsches gegessen hat. Das klang eher anders, als hätte er sich in eine Mülltonne geworfen. Ah, das sieht so toll hier aus. Ich freue mich. Vielleicht werde ich noch eine Rakete abfeuern, wenn ich durch meine Straße laufe. Ich hoffe, die Nachbarn sind nicht sauer. Ja, ist mir auch egal. Ich hab mein Bier und einen Ladebildschirm. Ey, das ist diese Lade... Wow, okay. Wirklich? Okay, jemand hat das Feuerwerk aus der Mitte weggeräumt. Ich habe sehr einen ordentlichen Nachbarn, muss man mal sagen. Ja, irgendwas Seltsames ging in dem Laden vor. Außer, dass Jack geschissen hat. Ich glaube, ich habe etwas Fremdartiges dort gesehen. Und es kam aus dem Lagerraum. Ich hoffe wirklich, alles ist okay mit ihm. Weil es klang schon ein bisschen komisch, als wenn ein Monster irgendwie irgendwo auf ihn klettert. Oder hochklettert, rumklettert. Ja, schlussendlich. Ich bin zu Hause und werde jetzt mit Bier relaxed auf meiner Couch. Mein Lieblingsteil des Tages. Was? Das ist so all American, Alter. Also so. Der Tisch stand doch eigentlich eher mehr da in der Mitte, oder? Haben wir vielleicht, steht da ein neuer Zettel drin? Here is some more fireworks for you, asshole. Enjoy, we don't mind. Just know that you are a stupid piece of shit. You are the Grinch who stole Christmas. Bitte was? You are taking away our children's holiday. Okay, since you such a shit want it bad, it will be bad for you. Oh, thank you, my dear neighbor. Ja, okay, ey, wenn ihr mir schon mal hier, ne, also... Dann...
Zünden wir hier auch wieder alles? Ja, wenn wir schon Grinch sind, dann wollen wir doch verdient haben, als solcher bezeichnet zu werden. Abfeuern, abfeuern! Ist doch mal schön rübergeschaut so. Ich versuche hier gerade alles zu zünden, was ich zünden kann. Los, haut raus, Penny, haut raus! And a happy new year, motherfuckers! Dass auch kein Nachbar rauskommt und man sagt, was soll denn das nur? Drei Finger da weg, du Arsch! Spinnst du ein bisschen? No, nee. Schon nach der ersten Rakete weg, schon mal rausgegangen und schon mal gefragt, ob er irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun hat. So, okay, los, abfeuern. Gut, wir feuern noch eine ab und jetzt... Yay! Yeah, das wird super, komm. Was? We know it was you, we are going to kick your ass, Grinch Neighbor. Verdammt. Was hab ich denn gemacht? Woher wissen sie das? Was ist denn deren Problem? Naja, wahrscheinlich, weil ich hab ne Ahnung, was ihr Problem sein könnte. Aber es ist mir egal, ich hab jetzt mein Bier und meine Couch, genau. Das war auch nicht mein Anorak, das war gleich meine Hose, die ich mit ausgezogen habe. So, schön, wunderbar, ich bin zu Hause. Also ich pack jetzt erstmal den Einkauf hier auf die Platte, so, auf den Tisch. Und dann können wir alle mal hier kreuzweise. So, schön. Oh. Ja, ich sortiere das später alles ein. Ich muss jetzt erstmal den Weihnachtsbaum dekorieren. Hier im Keller oder hier unten und dann den Baum. Was? Was? Was war ich denn gerade für ein Bullshit zusammengelesen da gerade? Ja, ich muss auf jeden Fall einen Baum dekorieren hier. Entweder im Keller und hier oben. Wir haben zwei Bäume. So. Ich gehe von aus den hier, weil der eben halt noch gar nicht so schön geschmückt ist. Ja, denn. Achso, wir müssen wahrscheinlich aus dem Basement müssen wir die Decoration holen. Alles klar. So, und die Garage ist auch gleich nebenan, wunderbar, das ist alles eine Suppe hier, Gitarre lässt man auch schön am Kalten liegen, da könnte ich sofort erstmal das Brechen bekommen. Das ist besonders gut fürs Holz. Was war hier Feines? Schöne Werkbank? Das erfreut mein Herz, sowas zu sehen irgendwie. Ein bisschen unordentlich, könnte man ein bisschen aufräumen. Ach so, wo geht's denn hier lang? Ach, hier ist ein Keller runter, wunderbar, schön. Gibt's da einen Generator? Ich frag lieber nicht. Wieso? Findest du das außergewöhnlich? Ein Generator in der Garage? Also na, Starthilfe. So. Okay. Na, gerade im Winter irgendwie, das ist ja... So, und hier soll jetzt was sein? Na, hier ist irgendwo wahrscheinlich der Karton mit den Weihnachtsdekorationen hier. Ist das der hier? Nee, ist das nicht. Das sind meine alten Actionfiguren. Oh, wo ist denn das? Wo hab ich denn hin? Wo hab ich das denn hingepackt letztes Jahr? Hier? Nee, hier sind die alten Hefte. Von Benny, die hier, oh, hier ist es wunderbar schön. So, jetzt bringen wir mal den Baum zum Leuchten hier. So, ja, mal nicht. Wo ich es gerade gesehen habe, da waren noch die alten Erotikfilme von Benny. Die muss ich ihm noch wieder geben. Ja, die habe ich schon eine ganze Weile hier. So, und schon sieht es wunderbar aus. Oh. Hat er tatsächlich nicht schlecht gemacht? Ja, schon viel besser als im Jahr. Was? So, jetzt bin ich auch in Neujahrsmoods. So, und jetzt schnapp ich mir eine Flasche Bier. Okay. Hat er so. Das denn... Ach nee, hat er noch nicht mal kalt gestellt, der Junge. Ah, das... Wuhu! It's time to relax on my couch. So, und watch the TV-Show. So, komm, lass mal Benny und Steve anschalten hier. Was passiert hier? Ja, und erst hat er schon mal erstmal gleich komplett weggeknallt. Oh, wird schön erstmal irgendwie Baseball, Football, keine Ahnung, was geschaut. Ja, wahrscheinlich. Junge, was ist denn nur los? Was ist das hier für euch? Ich will einfach bloß in Ruhe Fernsehen gehen. Ah, was für ein verrückter Traum. Oh, okay, hier ist ein Feuerzeug. Können wir mal benutzen. Und die Lichter sind ausgegangen. Was ist denn nur los hier? Und wann er bestimmt. Scheint wohl, dass derzeit wohl jeder Probleme mit der Elektrizität heute hat. Als ich im LAN war, war es auch so, oder? Sind die Lichter auch ausgegangen? So, appears to fuse to blow down power surge. Need to go down in the base. Okay, wir brauchen irgendwie eine Sicherung und die muss in den Sicherungskasten. Das ist tatsächlich der Klassiker. Ja, ich wollte gerade sagen, was sehr Neues, Innovatives in Horror Games. Die Sicherung ist raus. Let's find the Fusebox. Aber wir wissen zumindest schon mal, die Fusebox ist nicht außerhalb des Hauses. Er hat ja gesagt, in the basement. Oh, warte mal, was ist das da gerade zu?
Ich glaube, war das nicht das? Oh, das sah aus wie Augen irgendwie. Benny läuft so straight drauf zu. Hm, kann mich ja nicht dran erinnern, die Tür verschlossen zu haben. Was ist denn das für eine Klapper hier? Ich dachte, wir haben keinen Strom. Aber, was ist denn da los? Hallo? Wir summten da. Ist das eine Kerze? Wir hatten hier eine Kerze angemacht. Was ist denn hier los? Liegt da irgendwas? Warum ist hier Blut? Oh. Okay. Das ist ja toll. Ich meine, das ist ja toll. Was ist das denn jetzt für ein Shit? Oh, du warst ein böser Junge, Connor. Sehr böse. Du hast vielen Leuten wehgetan und indem du ihnen irgendwas gegeben hast, all you did was take also, was du ihm weggenommen hast. Du hast Leuten die Zeit gestohlen. Du hast anderen Leuten ein bisschen auf den Geist gegangen und hast ihnen einfach ihre tollen Momente gestohlen. Dieses Jahr, wirst du wohl ohne Geschenk. Was? You will be left without a gift and without your own life. Oh ho ho. Okay, ja, dieses Jahr wirst du wohl kein Geschenk bekommen und dein Leben wird man dir wohl nehmen. Ist ja auch geil. Ich habe gedacht, du liest es auf dem Blatt Papier vor, weil ich mich gerade gewundert habe, wo hast du denn das Gift her? Weil auf dem Papier steht without the present. Ah. Nee, ich halte mich dann doch noch an die Arealschrift da oben. So, okay, irgendjemand hält uns für einen schlechten Menschen. Was zur Hölle ist das denn? Eine Kerze. Okay, ich muss den Strom wieder anmachen und zwar so schnell wie möglich. Ich kann hier gar nichts sehen ohne Licht. Okay. Oder ohne mein Feuerzeug kann ich hier überhaupt nicht sehen, aber ich brauche da erstmal hier den Schlüssel. Verdammt nochmal, war ich so besoffen, aber hat der schon wieder die Tür abgeschlossen. Na, ist doch ja nicht abgeschlossen. Was ist denn nur los mit mir heute? Ich bin schon wieder so zerfasert. Hast du hier, ich meine, wir haben uns auch nicht umgeschaut, aber hast du hier irgendwo so einen Sicherungskasten gesehen? Ich weiß nicht. Naja, das sieht nach Schränke aus. Na, wir gucken mal. Wahrscheinlich an der Wand. Dann würde ich jetzt mal so tippen. Seltenst auf dem Boden. Ja, das sieht alles nicht danach aus. Aber so groß ist Gott sei Dank der Keller nicht. Ich hoffe, dass wir es schnell finden. Unter der Treppe vielleicht? Jawohl. Ach, okay. Ach schön. Ah, okay, 3 Sicherungen fehlen. Das ist ja toll. Und sie sind ausgebrannt. Ich bin. Und sind nicht mehr am Platz. Was zum Schnitzel geht hier vor sich? Ich sollte die Kerzen anzünden. Aber was ist denn. Was? But what is a New Year Festival Tree? Was? Tree. Ja, ja. Aber also was soll. Ein Neujahresbaum? Ein Neujahresbaum. Was? Da ist irgendwas vor die Tür gestellt worden. Es sieht nach einem Präsent aus. Fragezeichen am Baum. Und okay, drei Geschenke unterm Baum. Sind da unsere nächsten Präsente? Verdammt nochmal. Was ist denn das für eine Sauerei hier? Neben meinen Ölfässern. Das ist so unglaublich. Wow. Verdammt nochmal. Der war übel. So, da ist dann der nächste Zettel schon wieder hier. Ah, wunderbar. Hier ist eh eine Kerze. Ja, das hatten wir schon mal. Kicken wir nochmal an den Baum ran. Da hing irgendwas. Ja, da, was ist denn das? Naja, willst du, dass die Lichter vom Weihnachtsbaum angehen? Dann löse das Rätsel. Was ist immer kalt im Winter? Also, was ist kalt im Sommer wie im Winter? Bier. Ja. Der Kühlschrank? Ja, kann sein. Wollen wir mal in den Kühlschrank kicken? Klingt sehr plausibel, Benny. Oder? Let's check the fridge. Oder der Gefrierschrank, keine Ahnung. I don't know. Okay. Oh, warte, was ist das? Eine Fuß. Wunderbar, hier ist eine. Was ist denn hier los? Doch auf, wir waren noch nicht oben, wa? Nee. So, wir haben die erste von 3 Sicherungen. Ich freue mich. Nicht. Ein toter Mensch. Oh, Jojo, das ist aber auch wieder so lebensbejahend von dir hier. Was ist immer kalt? Ja, mein Charakter. Mein Herz. Oh, ja, schönes Spiegel. Sieht aber gut aus. Ist ihm gelungen. Ja. Warum haben wir das nicht gegessen? Also. Ja, wir haben Gebier gehabt. Ja, das ist halt, du weißt. Oh, da. Was zur Hölle? Er hat das hier vorne ran gemacht. Du bist nicht der Dümmste, wie ich dachte.
Perhaps it's not lost for you yet. Okay, es ist noch nicht alles für dich verloren. But how could you lose them? Aber wie konntest du sie verlieren? Was? Wie? Wie? Was? I need to find something to break the planks. Welche Planks denn? Ach, die Treppe ist vernagelt oder was? Ach, das ist ja toll. Okay. Das ist ja toll. Gehen wir doch mal Richtung. Na, Richtung Werk. Da wurde so schön klappert an der Werkstatt. Mhm. Also am Werktisch. Schön. An der Werkbank. Mhm. Hallo? Wer sie auch immer sind. Put da unser Hammer. Ach, guck mal. Ah, Akroba. Wunderbar. Schön. Ist unsere Kuh im Keller. Da für die Frischmilch. Die haben wir da. Ja. Okay. Da muss man sich keine Sorgen machen. Das ist Elsa. Ja, es sind halt alte Rohre im Haus. Ja, und das Haus senkt sich auch ab. Von daher, also ganz normale Geräusche. Mhm. Ah. Mhm. Boah, so, ist das für fürchterliches Spiel, Betty? Ich weiß es doch auch nicht. So, komm, rupp ab hier die. Ah, okay, so, dann nehmen wir mal nach oben. Oh. Ohne Strom, ne Schlur. Was? Klang gerade, haben wir eine Thailänderin da eingeschlossen? Das klang gerade tatsächlich recht asiatisch, was da gesagt wurde. Also für mich klang es eher so wie so eine Art Aufzieh- oder Roboter so mäßig. Oh, so eine Aufziehpuppe? Ja. Mama, Mama! Oh Gott. So, na dann mach. Was haben wir denn hier für Zimmer? Ah, das Bad. Schön. Und den Duschvorhang fassen wir erst ja nicht an. Soap. Soap. What a kind of name is Soap? Ja, da können wir eh nichts machen, okay. Waschmaschine. Ah, schön. Oh. Wunderbar, alles schön vor die Waschmaschine geschmissen, so ihr hört sich das. So klingt das Spiel auch. Schon hier. Hier ist abgeschlossen. Verschont, hier ist offen. Was? Wie? Oh Gott, Alter. Oh Gott. Okay. Oh, der war fies, ey. Der war echt fies. Das war ja ein Trollo-Elf oder so. Ein Trelf. Ich habe hier ganz klare Probleme in meinem Kopf. Feels like I heard her. Ich fühlt sich an, als wenn ich sie hören würde. Und da ist die nächste Fuße. Wunderbar, wir haben schon zwei Sicherungen. Und noch eine und wir haben's. Wer ist denn das? Ich weiß es doch auch nicht. Warte hier. Hier ist ein Familienurlaub. Aber warum bin ich alleine? Tja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil dein erstes Anliegen und dein Lieblingszeitpunkt nach der Arbeit oder am Tag einfach Bier saufen ist. Was? Ist die Tür jetzt offen? Ah, ja, sie ist offen. Schön, was ist denn jetzt? Ist das ein Kinderzimmer? Oh mein Gott. Ich habe diese Zeichnung noch nicht gesehen. Mein Sohn das wirklich gemacht? See me like this? Hat er mich wirklich so gesehen? Mhm. Me and my friend, aha. The devil and I. Okay. Können wir hier irgendwie das eine Ding hier ausmachen? Irgendwie so ein Audio? Warte mal, guck dir mal die anderen Bilder noch an. Erstmal kurz. Oh, schön. Mein Freund hat mir ein Geschenk gegeben. Wie schön. Wie schön. Und was war da drin? Ja, weiß ich nicht. TV, Dad. Oh, guck mal. Siehst du, da sind wir, wie wir saufend vor dem Fernseher sitzen. Okay. Und unser Freund hat etwas für uns deponiert. Unter dem Weihnachtsbaum. Wie schön. Na toll. Was hast du ihm zum Neujahr gegeben? Lass mich raten. Definitiv keine väterliche Liebe. Woher weiß er das? Nein, nicht drehen, nicht umdrehen, Benni. Nicht um, nein, nicht umdrehen. Ha! Oh! Da war was in der Ecke. Hab ich nicht gesehen, ich hab bloß rot gesehen. Oh! Aber ordentlich Gänsehaut, Alter. Also der war hier oben. Hm. Unangenehm. Warte mal, aber wir haben doch jetzt gar nicht die Fuse. Blödes Spielzeug. Wir haben doch jetzt die Fuse gar nicht gefunden. Konnten wir die überhaupt finden? Also ich hier weiß oben? Es nicht.
Also ich hätte jetzt gedacht, ich bin eigentlich... Können wir irgendwelche Schränke aufmachen? In der Schubladen und so? Nein. Nein. Okay. Wir können auch noch mal ins Badezimmer gucken. Das war ich nicht. Nicht deine Toilettenzeit. Ja, irgendwie jemand klopft an die Haupttür. Wer kann das sein? Dann gehen wir noch mal gucken. Ist das vielleicht der ekelhafte Jack, der hier kacken will? Das hat seine Toilette kaputt gemacht und will jetzt hier auf Toilette? Das ist ja ekelhaft. So. Wer ist da? Hallo? Ist zugeschlossen. Können wir da durchsehen? Hallo? Dieser scheiß Müll hier. Ja, überall steht Müll rum. Verdammt, ich muss den Müll mal runterbringen. Ja, Mist. Oder rausbringen. Ich schmeiß den noch einfach raus. Blöden Hallo, du kleiner hässlicher Weihnachtself. Wer bist denn du? Hast du mir was da gelassen? So Fuse? Ja, hat ein bisschen ein paar Chips genascht, hat er. Hat ein paar Chips genascht. Was? Hat er vielleicht... Hat er vielleicht... können wir an die Geschenke unter den Baum ran, irgendwie, die da oben auf den Bildern waren? Warte. Weil wir können nur auf das hier... Ja, okay, das... Das hatten wir aber schon. Das andere... Das geht alles nicht, okay. Nee, leider nee. Schade. Ich würde jetzt mal nochmal ins Badezimmer gehen. Ins Badezimmer? Ich dachte vielleicht eher ins Kinderzimmer, dass wir nachher nochmal vielleicht gucken, weil das ist der einzige Raum, wo wir jetzt quasi ohne irgendwas rausgekommen sind. Ja, im Badezimmer hatten wir auch nichts. Stimmt, richtig. Und da war vorhin irgendwie Oh, schön. Ich sag ja, Jack war da, der blöde Penner. 100 Pro. Ihr flasht, ich hab keine Ahnung, was flasht heißt. Your family love. Also, achso, du hast die Liebe deiner Familie die Toilette runtergespült. Du bist bescheuert. Aber ich kann dir helfen, wenn du willst. Ich weiß nicht, ob man das will. Weiß ich nicht, kann ich jetzt einfach hier nochmal spülen? Ohne Scheiß. Was, du willst irgendwas von mir? Nee, du willst nichts von mir? Stopp das Shit. Stopp das Shit. Aber hier ist ja auch nichts. Hey, oh. Ey. Mann, Alter, schreckhaft wie ein Rehkitz. Fürchterlich. Telefon ist unten? Ja, das war so ein wunderschönes Altet. Hier? Ja, da. Da. Oh, schön. Hallo? Okay. Ah, ja. Okay, Forsa-Umfrage, verstehe. den Zettel, den wir, der am Baum hing, den hatten wir schon, Jojo. So, was hat uns das jetzt gebracht? Einfach, wir wurden runtergelockt. Jetzt weiß er, wo wir sind. Was? Hier ist ein Geschenk, das auf dich wartet. Im Badezimmer. Ich sagte, das ist Jack. Und ich kann mir schon vorstellen, was das für ein Geschenk ist, was er für uns hinterlassen hat. Ist das widerlich. Es ist einfach ekelhaft. Oh. Okay. It's the most wonderful time of the year. Und das ist die dritte. Das ist die dritte. Und jetzt können wir runter in den Keller. Und was? Und die Elektrizität wieder anschalten. Also. Alter! Ist ja schlimm! Ja. Warum spiele ich das eigentlich schon wieder? Weil Weihnachten ist. Achso, okay. Na dann? Oh Gott, ich habe mich jetzt gerade von diesem Glitter-Ding erschrocken. Weihnachtsgeschenk erschrocken. Ist das unser altes Ouija-Board, was da jetzt gerade Lärm macht? Egal, wir setzen die Fuses ein. Wunderbar, endlich wieder Strom. Schön, zack. An ist es. Und es werde Licht. Nicht. Licht? Hallo? Warum gibt's denn kein Licht? Okay. Es gibt wieder Licht. Nur nicht in dem Raum, wo wir mal sind, ne?
So, geil verkabelt, Alter. Ist quasi immer in Laufrichtung sind die Schalter, ne? Dass du gleich im nächsten Raum bist. Was, wo ist mein Weihnachtsbaum hin, verdammt? Stimmt, wo ist hin? Fuck. Was ist das schon wieder hier? Dein Weihnachtsbaum ist weg. Genau wie deine Familie. Aber du hast die Chance, ihn zurückzubekommen. Du hast die Chance, alles zurückzubekommen. Tu es. Just finally admit what you fool were. Ja, du musst einfach nur verstehen oder akzeptieren, was du für ein Idiot warst. Did you love them? Pay attention. Okay, warte mal. Admit. Was heißt admit? Was? Wo bist du? Also verstehe, dass du sie nicht geliebt hast und dass du ihnen nicht genug Aufmerksamkeit gegeben hast. Like a true head of the family, wie ein wahres Oberhaupt der Familie. Admitted. Was heißt admitted? Begreif es, würde ich jetzt irgendwie grob übersetzen, auch wenn ich es nicht weiß, was admitted heißt. Dann sagen wir mal, das, was du sagst. Verstehe es, begreif es. Akzeptiere es. Genau. Okay. Gut, Hamba, wir waren jetzt nicht der beste Papa. Fuck you! What do you want from me now? Ach, Grusel, Hasi. Schön. Super toll. Du hast Zeit, um zu entspannen und Bier zu trinken. Aber was mit deiner Familie? Du bist schuldig. But you can correct this situation. Aber du kannst diese Situation noch korrigieren, diesen Zustand. Du musst das nur jetzt tun. Okay. Heißt, wir gehen jetzt nach oben ins... Draußen, guck mal raus. Raus? Stand da gerade jemand vor... Was? Unser Fernseher! Nein, unser schöner Fernseher! Stand da gerade jemand vor dem Fenster? Ah. Okay, cool. Ich hab keinen gesehen. Was? Ich glaube oben. Okay, das Bad ist noch rot. Yay, ich denke, ins Kinderzimmer mal gucken. Hallo, Sohn. Wir kommen mal kurz Hallo sagen. Hier ist aber keiner. Hier ist nichts. Warum funktioniert jetzt wieder kein Licht? Ich habe doch über Licht angemacht. Alle Glühbirnen sind kaputt gegangen. Hatten wir den Zettel hier neben der Tür schon? Ja. Ja? Was ist, wenn wir versuchen rauszugehen? Das wäre eine Idee, das finde ich gar nicht so schlecht. Let's go out! In the Winter Wonderland! Kann ich nicht. Ah, Tür ist verschlossen. So, schön. Toll. Und so wird es auch fies, so plötzlich Stille und du hörst bloß so eine Spieluhr. Ganz weit unten im Keller. So, du dachtest, du stellst jetzt mal einfach den Weihnachtsbaum in die Garage. Ich sag hier mal meiner Karre reinkommen, Mann! Mit meinen zwei Dodges. Okay, ich kann nichts mehr machen. Was denkst du, Connor? Warst du ein guter Junge? Tu es. Was denn? Wir haben auch kein Feuerzeug mehr jetzt, wa? Ja. Doch, Hammer. Gott sei Dank. Ich bin verwirrt. Was sollen wir jetzt tun? Wenn ich guck mal kurz auf nochmal. Verdammt nochmal, Alter. Oh Gott, oh Gott. Mann, Benny. It was just a dream. Damn scary dream. Ach, schön, wir haben neue Träume. Na, das ist ja super. Na dann. So, call Aaron. Zum Entschuldigen. So, ich kann nicht. Okay, ich wollte sagen, ich kann nichts machen, aber. Wir callen jetzt Aaron. So, hoffentlich ist Aaron unsere Frau. Ja, ich weiß, Aaron, tut mir leid. Ja, ich weiß, ich hab die Schauspieler nicht richtig eingeräumt. Tut mir leid. Der muss öfters mal die Müll rausbringen. Tschüss, Aaron. Was? Oh, vielleicht ist Aaron schon schnell rübergekommen. Verdammt. Oh. Moment, warte, wo ist all die Weihnachtsdekoration?
Oh je, Eingangstür. Hallo? Okay, der klang jetzt tatsächlich eher wie Eingangstür. Können wir hinten? Nee, hinten ist nicht. Können wir die Kerze auf dem Tisch anzünden? Einfach so als kleine Puppe Lichtquelle, das würde ich gut finden. Nope. Ja, ich auch. Aber. Nein! Edmund heißt übrigens zugeben, hat gerade 257 geschrieben. Ist ja wirklich nichts mehr hier? Okay, also vielleicht nach oben? Ja, wie schön, wie schön. Vielleicht wenn. What the f. Okay. Toll! Toll! Vielleicht ist ja eine Inneneinrichtung. Schon. Schon richtig gesagt hast, vielleicht ist ja Aaron unsere Frau und wir müssen ins Schlafzimmer. Aber warum ging das? Oh Gott, was ist denn hier passiert? Hat mal einer richtig Bambule gemacht, Alter. Okay. Ist jemand über das Fenster hier oben eingebrochen? Hallo, Sohn? Wollt mal gucken, ob du dein Zimmer aufgeräumt hast. Oh nein, bitte, nein, 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 oh, bitte, bitte, Gott, nein, bitte. Oh, bitte nicht, Alter. Oh, da liegt jetzt. Ich kann mit dem Geschenk nichts machen. Ist das aber ist auch genau das Geschenk, ne, was da gemalt ist, oder? Von der Farbe? Oh nein. Das kann nicht wahr sein. Wie ist das möglich? Pack mal einen Körper ein in Geschenkpapier. Ich habe ja schon ein Problem, irgendwie irgendwas einzupacken, was nicht eckig ist. Aber ein Körper? Chapeau. Fuck you. Da war jemand im Schatten. Kann ich einfach, also... Benni, ich schlage einfach vor, wir setzen uns unten auf die Couch, schnappen uns ein Bier und scheißen drauf, was wir jetzt da sehen. Wir gehen runter, Couch, Bier, fertig. Feierabend. Okay. Tschüss. Tschüss. Alles gut. Mach in Ruhe im Bad fertig. Ja, nein, Alter, bitte. Hör auf. Okay. Oh, so ein Ungeduld an der Tasse. Ding, 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 ding. Oh, der Keller ist beleuchtet. Ich will Bier. Einfach nur hinsetzen zum Bier trinken, wa? Schande. Oh Mann. Ha. Hör doch auf. Jetzt. Ey, echt. Oh, hör mal, wer da knurrt. Aha. Gott, wie viele Leichen haben wir im Keller? Also, guck mal, wir haben hier Geschenk. Tolle Wurst. Ja, dann such dir mal eins aus. Nur du kannst es aufhalten. Du weißt, was zu tun ist. Wissen wir das? Bier. Neujahr ist Familienfest. So, also, warum bist du allein? Ja, weiß ich nicht. Okay, komm, ich will wieder. Ich muss sie zurückbringen. Ich weiß nicht wie, aber ich muss es tun. Und sie sind überall. Yeah. Es ist Neujahr. Und du hast einen Wunsch frei. Ich will, dass alles so ist wie vorher. Also gut, Connor. Good boy. Oh, heilige Wurst. Was für ein verdammt grusiger Traum. Looks like I need to stop. Oh ja, ich sollte aufhören, Bier zu trinken. Da muss ich mich jetzt gerade verlesen haben, glaube ich. Ich sollte aufhören, nicht Bier zu trinken. Oh Gott, hier ist auch noch ein... Oh mein. Call Aaron, ja, okay. Genau. Ruf Aaron an, um dich zu entschuldigen. Dann rufen wir doch nochmal Aaron an. Hallo Aaron!
Das hat ja letztes Mal schon so gut funktioniert. Ja. Vergib mir, Liebling. Ich war ein Idiot. Bitte komm nach Hause. Glaubst du an Wunder, Connor? Ja. Ich denke schon. Warum fragst du? Seltsam. Selbst als du mir den Brief von Santa gabst... Was? In diesem Brief hat er Santa... was? Us to be together. Also, again. Hat uns gefragt, ob wir wieder zusammen sein wollen für ein paar Minuten. Nachdem ich das gelesen habe, hast du angerufen. Kannst du dir das vorstellen? Und das ist noch nicht alles. Gerade habe ich eine alte, seltsame Puppe auf dem Dachboden gefunden und went me up to get Christmas decoration, also als Weihnachtsdekoration. Ein seltsamer Elf. Mutter sagte, ich that I used to love this doll. Very okay, ich soll die ganz besonders lieb haben. Moment, warte eine Minute. Ein Elf? Dass sie by any chance hat er vielleicht kleine Hörner auf seinem Kopf? Wie, woher wusstest du das? Lauf, Schlampe, lauf! Ja, hat sie. Das ist doch kaum zu glauben, oder? Es scheint ein Wunder zu sein. Es ist ein Wunder, weiß mal. It seems that, es sieht so aus, als wenn Wunder wirklich existieren. Also, wir haben ein paar Stunden, bevor New Year's Eve, Mother's House ist... 20 Minuten entfernt. Achso, Mothers? Es ist. Moment, ist Erin unsere Mutter? Nee, Erin ist unsere Frau, die bei ihrer Mutter hingezogen ist, wegen unserer Alkoholsucht wahrscheinlich, mit dem Sohn Evan. Warum liest Stotter Achim jetzt hier vor, während du hier perfekt übersetzt? Nee, ich hab das jetzt nur schnell überflogen. Ach so. Oh Gott, ist das okay. Laut. Das war ein schönes Spiel. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Drum lass doch ein Like da oder ein Abo auf dem Kanal. Vielleicht lese ich deinen Kommentar auch unter diesem Video. Ja, Leute, wenn es Spaß gemacht hat, tut alles das, was ich gerade besungen habe. Willkommen bei Ben und Steve, dem Kanal mit den absolut beknackten Abmods. Bis dann. Tschüss. Tschüss.